Hi, ich bin Petra und das ist mein Kanal Petra Goes Outdoors. Ich war im Urlaub im Allgäu und von dort habe ich euch ein paar Impressionen mitgebracht. Also bleibt dran! Diesmal führte uns unsere Tour vom Parkplatz an der Breitachklamm durch die Breitachklamm bis zum Ende der Klamm. Dann ein Stück zurück nach oben über den Zwingsteg, von dort wieder nach unten an der Breitach entlang bis zum Café Waldhaus, dann weiter bis kurz vor Rietzlahn. Dort sind wir rechts abgebogen Richtung Bergblick und dann in einem Bogen wieder zurück. Vorbei an der Müllersalpe, Hinterenge, Alpe hinter der Enge, zur Alpe Dornach. Von dort ging es dann wieder zurück zum Parkplatz. Die Breitachklamm. Jährlich zieht sie über 300.000 Besucher in ihren Bann. Und deswegen empfehlen wir auch nicht, am Wochenende dort zu wandern. Die Breitachklamm ist eine durch die Breitach geschaffene Klamm im Allgäu. Sie liegt am Ausgang des Kleinwalsertals bei Tiefenbach, einem Ortsteil der Gemeinde Oberstdorf. Im Jahre 1905 wurde das Schöpfungswunder von einmaliger Schönheit und Größe auf Anregung des Tiefenbacher Pfarrers Johannes Schiebel zugänglich gemacht. Sein Bildnis kann man über dem Eingang des Stollens bewundern. Wir sind an diesem Morgen sehr früh aufgebrochen, denn wir wollten die Klamm nicht mit Tausenden von Besuchern teilen. Die Natur lässt sich am besten erkunden, wenn man alleine unterwegs ist. Es waren zwar an diesem Morgen schon einige Leute unterwegs, doch voll war es nicht. Und wenn man sich Zeit lässt, kann man alles mit Ruhe bestaunen. Die Breitachklamm entstand erst im Laufe der letzten 10.000 Jahre nach der Würmeiszeit. Die Gletscher hatten das weiche Gestein abgetragen und das harte Gestein blieb stehen. Als die Gletscher geschmolzen waren, schnitt sich die Breitach in das harte Gestein ein. Dies geschah auf einer Länge von 2,5 Kilometern und ca. 150 Meter tief in das Gestein. Die wilde Schönheit der Breitachklamm hat uns sofort in ihren Bann gezogen. Das ungezähmte Wasser gurgelt und brodelt, sodass man kaum sein eigenes Wort versteht. Die Wege durch die Breitachklamm sind sehr gut ausgebaut und überall gut gesichert. Wir hatten uns bewusst einen Tag unter der Woche herausgesucht, um den Massen der Touristen zu entgehen. Man kann sich gar nicht satt sehen am wilden Lauf des Wassers und an jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Die aufragenden Wände der Breitachklamm bestehen überwiegend aus Kalksteinen des Schrattenkalks. Der kreidezeitliche Schrattenkalk ist als Hauptgipfel und Wandbildner sowie durch seine ausgedehnten Karrenfelder eine landschaftsprägende Einheit im Oberallgäu.
Es ist unglaublich, mit welcher Kraft das Wasser sich hier seinen Weg gebahnt hat. Und es war eine Meisterleistung der Ingenieurskunst, wie mit einfachsten Mitteln dort die Wege hineingebaut wurden. Personen, die Angst vor Wasser von oben haben, sollten sich einen Schirm mitnehmen oder eine wasserdichte Jacke. Mit aller Macht ist hier die Breitach am Werk und gräbt ihr Bett immer tiefer in die Felsen. Ob die dort oben halten? Dieses Naturschauspiel ist einzigartig und man kann sich nicht daran satt sehen. Hier erfährt der Mensch, wie klein er doch ist im Angesicht der Naturgewalten. An den kleinsten Vorsprüngen klammern sich Moose und Flechten. Dort im Hintergrund kann man die Reste eines Felssturzes sehen, der 1995 für ein großes Unglück sorgte. Damals brachen ca. 50.000 Kubikmeter Fels und Geröll aus der westlichen Felswand heraus und stürzten in die Breitachklamm. Sie verbauten das Flussbett ca. 30 Meter hoch und stauten die Breitach zu einem See auf. Ein halbes Jahr später brach der Damm und eine Flutwelle brachte die totale Verwüstung in der Klamm und im Unterlauf der Breitach. Der Schaden betrug über 300.000 D-Mark. Wir sind nun am hinteren Ende der Klamm angekommen und dort steht das zweite Kassenhäuschen. Auch von hier kann man die Klamm betreten. Unser Weg führt uns nun links bergauf, denn wir wollen noch zum Zwingsteg. Wer die Klamm nicht wieder zurückwandern möchte, kann auch über diesen Weg zurück zum Parkplatz gelangen. Das kleine Kassenhäuschen drängt sich ganz eng an die Felswände. Jetzt sind wir am Zwingsteg angekommen. Wenn man nach unten blickt, kann man die Besucher unten in der Klamm erkennen. Von hier aus kann man nun zum Parkplatz zurückkehren. Doch unser Weg geht wieder zurück, denn wir wollen noch etwas weiter gehen, bis Rietzlan im kleinen Walsertal.
Wer dachte, die Klamm wäre hinter dem Kassenhäuschen zu Ende, der hat sich geirrt. Es wäre schade, diesen Teil des Weges auszulassen, denn hier wird es nochmal sehr schön. Für Personen mit ausgeprägter Höhenangst ist dieser Weg jedoch vielleicht nichts. Auch hier kann man noch einmal bestaunen, mit welcher Macht die Breitach ihr Bett in den Fels gegraben hat. Wir kommen jetzt langsam zum Ende der Klamm. Und es kommen uns immer mehr Leute entgegen. Das sind wohl die Langschläfer, die jetzt ihren Weg zum Naturwunder finden. An dieser Stelle führt ein kleiner Weg zu einem Parkplatz. Wir aber gehen weiter an der Breitach entlang, denn unser Weg führt uns zum Café Waldhaus. Ab dieser Stelle waren wir so gut wie alleine unterwegs, obwohl der Weg nichts von seiner Faszination eingebüßt hatte. Überall klammern sich kleine Glockenblumen an die Felsen. Mittlerweile hat die Sonne die Wolken beiseite geschoben und es scheint ein wunderschöner Tag zu werden. Walderdbeeren. Überall rund um Oberstdorf findet man sie und sie schmecken fantastisch. Dieser Schmetterling heißt Kaisermantel. Und dieser hier ist ein Schillerfalter. Wie oft im Tierreich haben die männlichen Exemplare das Vorrecht der Schönheit. Jetzt haben wir es gleich zum Waldhaus geschafft. Kurz noch müssen wir die österreichische Grenze überqueren und dann sind wir da. Hoffentlich lassen sie uns auch zurück. Eine Pause bei Kaffee und Kuchen tut immer gut und man kann die ersten Wandereindrücke verarbeiten. Nun verlassen wir die Breitach und es geht bergauf. Sieht der hier nicht wie ein Waldgeist aus? Wir sind an unserer Umkehrstelle angelangt. Und nun geht es weiter auf gut ausgebauten, breiten Fahrwegen. Doch zunächst grüßen uns Blumen am Wegesrand.
Aber keine Angst vor dem Wort Fahrweg, uns ist kein einziges Auto begegnet. Es duftet, als hätte man die Nase in eine Tüte Kräuterbonbons gesteckt. Im Hintergrund kann man das Fellhorn und den Fellhorngrat entdecken, auf dem wir zuvor gewandert waren. Vorbei geht es an Almwiesen und alten Bauernhöfen. Diese Gegend heißt Fuchsloch, denn der breite Fahrweg hört auf und wird durch einen schmalen Wanderweg ersetzt. An dieser alten Scheune gab es viel zu entdecken. Hier hat sich ein Künstler verewigt. Die Wege werden noch einmal schmal und wild romantisch. Jetzt ist es nicht mehr weit zur Alpe Dornach. Dort wollen wir essen. Unser Weg führt uns weiter vorbei an Wiesen und Weiden. Und dort liegt sie, die Alpe Dornach. Dort ist es zwar etwas touristischer, aber sie sollen sehr gutes Essen haben. Und das sind sie, unsere Almburger. Einmal mit 200 Gramm Rindfleisch und einmal mit zwei Patties aus Spinat und Hirse. Hier lassen wir unsere Wanderung ausklingen und freuen uns über den wunderschönen Wandertag. Danke fürs Zusehen und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke für die Benachrichtigung zu drücken. Macht's gut!